Die Informationsüberlastung führt dazu, dass das Zielpublikum bzw. die Zielgruppe nur einen sehr geringen Prozentsatz der angebotenen Informationen nutzt. Die Literatur beschreibt mit dem Begriff Informationsüberlastung unterschiedliche Sachverhalte. Gröber, Riehl und Esch identifizieren hierbei drei Sachverhalte. Erstens, zu viel verfügbare Informationen führen zur Beeinträchtigung der Informationsverarbeitung. Zweitens, ein übermäßiges Informationsangebot führt zu einem subjektiven Gefühl, unter Druck zu stehen. Und drittens, der Informationsüberschuss, welcher dadurch entsteht, dass nur ein Teil der verfügbaren Informationen beachtet und aufgenommen wird. Und genau diese Informationsüberlastung führt dann in weiterer Folge dazu, dass Leser einer Werbeanzeige nur knapp 2 Sekunden sich damit auch beschäftigen. Dies führt dann in weiterer Folge dazu, dass die Werbung dementsprechend der Informationsüberlastung angepasst werden muss, um in der Informationsflut überleben zu können und damit die Werbeanzeige auch wirksam wird.